Und da stehen wir wieder. Die Goal ist ein bisschen defekt, aber sie lebt. Und ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Haben wir es jetzt. Was passiert, wenn ich in die Nadeln Feuer reingreife? Oh. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Pah, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Ja. Das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Jetzt ist er wirklich in dem grünigen Wasser drin. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. So, schauen wir da noch einen Kurbel. Ich spare mir meine. Ich spare. Rohr. Aha! Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Au! So. Was macht sein Fuß da? Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist! Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Au. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Au! Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Okay, was haben wir noch? Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Oh, was kann ich machen? Zornausgang, ich kann daher noch. Ich spare mir meine. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay, ich muss sicher runter. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Jetzt komme ich aber nicht mehr runter. Das ist jetzt blöd. Die würden ein super Trio abgeben. Aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Hier ist es hell genug. Aber... Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Jetzt habe ich es auch gehört.
Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Naja, viel gibt's jetzt nicht mehr. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Die Organons haben sich fast direkt unter den Magnetkopf dieses Krans gestellt. Diese Trottel. Genug gelacht. Ich brauche noch einen Plan, um sie loszuwerden. Ja, das würde ich auch gern. Ich kann nicht in die Organons... Aber er kann nicht näher ran. Ich hänge ich da fest, für immer und ewig. So. Hier ist es hell genug. Hier ist es hell. Ich spare. Hier ist es hell genug. Ich kann nicht mehr die Organe. Alles zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Da kann man es reingeben. Hey! Ich sollte verweisen. Irgendwas ist da komisch. Wie bescheuert. Ich kann nicht näher ran. Hast du drei? Ich kann nicht. Jetzt. Hallo, hallo. Du bist. Aha, jetzt geht's auf einmal. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, jetzt hat es irgendwie funktioniert. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Ne? Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja.
Dann düsen wir rauf. Schauen, was oben ist. Oh, verdammt. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache! Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache! Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache? Hey! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie der rumläuft. Widerlich. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Puh. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus ist dir um einiges voraus. Ja. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch so, bestimmt. Es reicht. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Was tust du? Lass das! Autsch! Nein! Nicht! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Und tschüss. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten, meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist. Ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus?
Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, Goal, es tut mir leid. Auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du, Goal? Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Ja. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Deaktiviert. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. So, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Spitzenunterwäsche für Männer. Kann er behalten. So nahe war er schon. Und Elysium dran. Platz nicht so! Dann gehen wir wieder runter. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais.
Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Sehr gut, sehr gut. Das ist meine Chance. Lieber nicht. Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Okay. Diesmal wieder. Das ist der Rufus wahrscheinlich. Hallo. Ah, da. Geht es. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja in erste Reihe Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Nein. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Verschwende nicht, gib mir... Okay. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja. Nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal.
Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Verdammt, der ist zu weit weg. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. In die Nadeln. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen. Weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Und wir machen absichtlich... Das ist Bozo, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat.
sondern ein einfacher Schrotthändler. Ach ja, das höre ich zum ersten Mal. Das kommt daher, dass du mir nie zuhörst. Zum Beispiel hatte ich dir auch gesagt, dass du mich ansprechen solltest und nicht ansehen. Na und? Lass mir doch von einem dreckigen Piraten nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Rede mit Boso. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du, du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren, indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechts klicken, da wo das Auge am Cursor ist. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Manu, wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Genau. Sieh her, Boso. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe,
dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Und sah noch einmal von vorn. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas... scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Ja, wovon redet ihr da? Wir sind jetzt anscheinend gleich im zweiten Teil gelandet, direkt. Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. War der Vogel. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Rufus. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Ja, Gott sei Dank. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Nö. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger.
Rufus und brutal? Niemals. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Wie geht denn mein Vogel raus? Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Oder doch nicht. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Jetzt haben wir eigentlich alles ausprobiert. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den... Naja, er ist... Du kannst so lange... Ich doch nicht. Jo. Aber ich würde sagen, lass mal es gut sein, dass wir nicht gleich am Anfang... Also, im Ende vom ersten gleich... direkt in den Anfang vom zweiten reinspielen und bis dann, euer Slavos. Tschüss, Dankeschön.